Die Nikolaikirche zu Felsberg, eine gotische Hallenkirche aus 1320, gegliedert in drei Räume. Der gewölbte Raum unter dem Turm am Eingang, der Hallenraum des Kirchenschiffes mit vier quadranten Bänken, die auf ihrem Grund ein Kreuz bilden, unser Leben auf dem Kreuz darstellend. Der hochgewölbte Chorraum, Altar mit überhängendem Kreuz, Kanzel, Taufbecken und Flügelaltar in sich bergend. Der Flügelaltar wurde Ende des 20. Jahrhunderts erbaut von dem Bildhauer Andreas Tollhopf aus Kassel. Als erstes gab es das Weihnachtsrelief. Später gab es auch noch ein Osterrelief auf die Rückseite des Flügelaltars. Der Flügelaltar zeigt auch noch ein Abendmahlrelief und das Bildnis der Taufe. Wenn Ritter des Deutschen Ordens die Nikolaikirche besuchten, gingen sie durch ihren eigenen Eingang, der heute zugemauert ist. Man kann ihn aber heute noch erkennen. Schwerter muss natürlich wie in allen Kirchen draußen bleiben. Die Kirche hat fünf Glocken und sie läuten in den Tönen E, A, H, C und D. Sie läuten 5 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. Sie läuten am Samstag um 17 Uhr, um den Sonntag einzuläuten. Es gibt eine Morgen-, Schul-, Mittags- und Abendglocke. Auf der großen Glocke erklingt der Gebetsschlag. 1974 baute Firma Bosch aus Bniestal eine Orgel. Sie hat zwei Manuale, ein Pedal, 20 Register und 120 Tasten. Hinter dem Orgelprospekt stehen weit über 10.000 Orgelpfeifen aus Metall und Holz von unterschiedlicher Größe.